Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche Land für euch in Dragonfly unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Kisten aufmachen aus Mists of Pandaria, und zwar sind es die Kisten aus den Szenarios. Und da brauche ich jetzt aktuell noch insgesamt 53 Items raus, 50 aus den blauen Kisten, da sind wir jetzt bei 77,77%. Und 3 Items brauche ich noch aus den epischen Kisten. Und da sind wir bei 97%. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal an mit dem ersten Char. Das ist hier ein Schamane. Und mit dem machen wir die erste Kiste auf und haben da leider mal nichts drin. In der zweiten haben wir Hände, die ich aber schon habe. Und in der dritten Kiste haben wir einen Ring. Den kann ich leider auch nicht gebrauchen. So, dann haben wir hier den nächsten Troll, und zwar einen Hunter. Mal gucken, was wir Schickes drin haben. Oh, eine Armbrust, die brauche ich nicht. Dann haben wir drin eine Hose, die habe ich auch schon. Und im letzten Säckchen haben wir Schuhe, die ich auch schon habe. Als nächstes haben wir hier einen Schamanen. Da haben wir noch was Grünes. Nix. Was haben wir hier? Ein Streitkolben, den brauche ich auch nicht. Ich brauche dieses Schwert, blöderweise noch, was einfach nicht droppen will. Und was haben wir da? Schultern, die ich auch schon habe. Gut, gleich der nächste Shami. Fangen wir diesmal hinten an. Einmal den Rücken. Den habe ich schon fertig. Dann noch einen Rücken. Den ich auch schon habe. Und das letzte Item ist leider gar nichts drin. Oh Mann, so langsam könnte man wieder was droppen. Ich sag's euch. Dann haben wir hier noch einen Hunter am Start. Jetzt gucken wir mal rein. Kiste Nummer 1. Haben wir leider nur Gold drin. Nummer 2 ist auch nur Gold drin. Und hier haben wir eine Hose, die ich leider schon hatte. Dann haben wir den nächsten Hunter. Jetzt fangen wir mal von hinten an. Kiste Nummer 1 haben wir Schuhe, die ich schon habe. Nummer 2 ist ein grünes Item, das brauchen wir auch nicht. Und Nummer 3. Schon ein bisschen Pech gerade. Ne? Das war leider auch eine Nullnummer. Gut, dann haben wir den nächsten Hunter. Und, also vom Glück bin ich nicht verfolgt. Was haben wir denn da drin? Eine Schusswaffe, die habe ich leider auch schon. Und die Handgelenke, die habe ich auch schon. Gut, dann geht's gleich weiter mit dem nächsten Hunter. Schauen wir mal rein. Das war schon mal nix. Ich habe jetzt hier den Autoloot mal angemacht, dass das hier ein bisschen smoother mit den Kisten läuft. Ja, so viel dazu. Leider wieder nichts drin. Um jetzt ein bisschen Variation reinzubringen, haben wir diesmal einen Troll-Schamanen. Ja, also ich brauche ja immer einen Troll-Kettenschar für diese Legion-Kiste, die ich nebenbei immer noch versuche mitzunehmen. Und ja, vielleicht haben wir jetzt hier auch nochmal Glück. Schauen wir da mal rein. Wir haben doch ein Item drin. Nice, sehr schön. Da ist mal wieder was. Und zwar Kettenhandgelenke. Vielleicht geht das mit dem Glück gleich weiter. Na gut, da wollte ich wohl zu viel. Und was haben wir hier drin? Ebenfalls ein Ketten-Item und zwei Hände, aber das haben wir tatsächlich schon. Aber die Handgelenke, das war jetzt schon mal gut. Hat sich schon mal gelohnt, wieder mit den ganzen Kettenschars hier loszutigern. So, dann haben wir den letzten Char noch. Und zwar ebenfalls wieder ein Hunter. Diesmal fangen wir von hinten an. Da haben wir Kettenschuhe, die brauche ich nicht. Dann haben wir einmal nichts drin. Und das zweite Mal leider auch nichts. Aber zumindest haben wir ja ein Item gekriegt. Und jetzt sind wir runter auf insgesamt 52 und ja, brauchen jetzt noch 49 in den blauen, beziehungsweise 3 in den epischen Kisten. Damit sind wir wie gesagt durch, dann verabschiede ich mich an der Stelle, euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao!